Bei Protesten gegen die Wiederwahl von Kenias Präsident Uhuru Kenyatta sind mehrere Menschen getötet worden. In einem Slum in Nairobi sei ein kleines Mädchen durch eine vierte Polizeikugel ums Leben gekommen, sagte ein Augenzeuge am Samstag. Das Kind habe sich auf einem Balkon aufgehalten, als die Polizei mit vereinzelten Schüssen versucht habe, Demonstranten auseinanderzutreiben. In dem armen Viertel waren junge Männer auf die Straße gezogen, nachdem Kenyatta offiziell zum Sieger der Präsidentenwahl ausgerufen worden war. Auch in anderen Orten kam es zu Protesten. Darunter im westlichen Kisumu, eine Hochburg von Kenyattas Herausforderer Raila Odinga. Dort wurde nach Angaben eines Regierungsvertreters ein Mann getötet. Odinga hatte zuvor über Wahlmanipulationen geklagt. Seine Partei bezeichnete das Ergebnis der Abstimmung vom Dienstag als Farce. Die zentrale kenianische Wahlbeobachtungsorganisation ELOC wies die Vorwürfe am Samstag zurück. Sie habe keine Belege für vorsätzliche Manipulationen gefunden. Auch internationale Beobachter waren zu der Einschätzung gelangt, dass die Wahl ohne Unregelmäßigkeiten ablief.